Hallo und damit herzlich willkommen zu dieser weiteren Mod-Vorstellung hier auf Recorder. Wir schauen uns jetzt den Krippan, wie man es auch immer richtig ausspricht, RD 1600E an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von MR Force Technik, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One, für die in der Kategorie Werkzeuge und dann Forstmaschinen. Wir haben das gute Stück Krippan, je nachdem, slowenischer Hersteller. Also wird so oder so falsch ausgesprochen werden. RD 1600E. 80 PS empfohlene Leistung. Für 3150 Euro in der Anschaffung, 160 Euro im Leasing. Farbe kann geändert werden von der Standardfarbe Rot, beziehungsweise ist hier Case EH eingestellt in den ganzen Standardfarben, die ihr im LS19 allgemein einstellen könnt. Das Ganze ist ein Frontlader-Aufsatz, ne, für Frontlader, wie gesagt, hier Forstmaschinen und ist, wie man vielleicht schon an dem Modding-Namen schon mithören kann, ne, also MR Forsttechnik, was für den Forst. So, hier steht das gute Stück da, ne, ihr seht das Ganze, wir haben hier ein Schild da drin mit integriert, was hier unten dann abgerundet ist, ebenso halt dementsprechend einen Greifer. Die üblichen Anschlüsse für den Frontlader, ganz klassisch, und hier halt nochmal das Stickel von Krippan, wie auch immer, ne, mit drauf gesteckt. Mehr ist da eigentlich hier dementsprechend auch nicht zu sehen. Und je nachdem, wie ihr das einfärbt, also die Farbe ändert sich hier. Ne? Also das Schwarze bleibt, je nachdem, was ihr für eine Farbe einstellt, ist das Teil hier, was da eingefärbt wird. Ansonsten müsste ich jetzt texturtechnisch nicht großartig, was man dazu sagen sollte. Passt, sieht gut aus. Deswegen gleich mal hier zum Thema Funktion switchen. Das seht ihr das Ganze, ich habe das hier in den Fan-Farben einlackiert. Und habe hier mal ein paar Baumstämme mit reingemacht. Das, der Aufsatz soll für alle Forstliebhaber im LS einfachere, oder es ist vereinfachen, Forstbäume bzw. Baumstämme selber aufzunehmen, aufgrund des Schilds, was abgerundet ist, und der besseren, wie soll man sagen, Zugkraft bzw. Haltekraft des Aufsatzes. Für alle Leute, die ja ohne Autoload und ähnliches spielen, ne, kennen ja die Problematik, und das soll hier dementsprechend damit abgeschafft werden. Die Baumstämme sind hier 6 Meter lang, ne, kann einfach hier mal ein bisschen unten drunter fahren, gehen wir ein bisschen hier weiter zurück. Dadurch, dass wir hier unten das Schild so leicht abgerundet haben, kann ich jetzt hier wieder das Ganze etwas öffnen. Ihr seht hier mit der rechten Maustaste, ich kann hier hoch, runter, links, rechts und dann hier den ganzen Spaß hier machen. Und ihr habt es jetzt gesehen, ich habe das Ganze jetzt mal hier ein bisschen gelockert, ne? Und jetzt kann ich es hier beispielsweise wieder zumachen und ich kann hier zwei Baumstämme mit einmal, ebenfalls jetzt in der aktuellen Konstellation, mit halten und dann dementsprechend transportieren. Und das ist mehr oder weniger, ihr seht es gerade, safe. Na, mit einem einzelnen Baumstamm ist das schon eher zu veranstalten, wenn wir uns das Ganze hier mal nehmen, ne? Und dann nehmen wir jetzt einfach mal den obersten, gehen wir hier so ein bisschen mit dem Schild ran, machen das ein bisschen zu, dass wir uns den hier isoliert rausholen, ne, schmeißen den hier wieder hin, gehen hier ran. Man könnte das halt auch so machen, aber die Chance, dass ihr den hier so drauf bekommt, ist halt eher so eine Sache, deswegen eher so anwinkeln, ran damit, ne, und der Rest erübt sich dann hier von alleine. Und dann seht ihr, so ein einzelner, das ist hier kein Problem. Ihr habt eine gewisse Stabilität, oder eigentlich hier eine komplette Stabilität drin. Und wenn ihr das Ganze wieder aufmacht, dann nach unten lasst, zack, könnt ihr den ganzen Schnulli halt zur Hand haben. Ich glaube, das ist immer so eine Gewöhnungssache oder auch einfach eine Skillsache, was nun besser funktioniert oder dementsprechend nicht besser funktioniert. Ich glaube, da hat jeder so seine, ja, wie sagt man so schön, seine eigenen Liebhabereien oder seine eigenen Vorstellungen, was jetzt gut ist und was jetzt eher nicht so gut oder praktisch ist und was nicht so gut funktioniert. Ich habe ein bisschen hier damit rumgespielt und ich muss sagen, ja, es kommt mir einfacher vor, aber ich glaube, das hängt auch immer davon ab, wie die Baumstämme liegen, ne, ob sie kreuz und quer, wie man sie nun gerade aufnimmt oder dementsprechend nicht aufnimmt, aber mir kommt es etwas leichter vor, gerade für die, die halt Forstfly nicht so oft machen, aber auch mal was anderes oder nicht Autoload benutzen wollen oder nicht benutzen dürfen, whatever, da ist das vielleicht schon eine gute Alternative. Müsst ihr euch einfach mal anschauen, ist ein relativ kleines, kompaktes Ding hier. Bleibt links was, je nachdem. Ansonsten, Lok ist sauber, wie ihr hier seht, könnt ihr euch in dem Sinne also auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, und bis dann, haut rein, tschüssi, Kowski!